Hallo, liebe Landwirtschafts- und Landfreunde. Ich möchte euch heute hier den schönen dünnen Streuwagen hier vorstellen. Das sieht wirklich, finde ich, sehr ulkig aus. Also, der Traktor dürfte vielleicht falsch sein. Ich habe keinen gefunden momentan, den ich hier verwenden könnte, weil die Kupplung ein bisschen hoch ist. Deswegen steht er ein bisschen schräg, wie man sieht. Da habe ich schon mal gefüllt mit Dünger. 200 Liter Dünger gehen rein. Schalten wir mal vor kurzem ein, dass wir sehen hier. Und wir starten jetzt mal den Traktor. 6 Meter Arbeitsbreite hat er. Ups, jetzt fährt mir der Traktor schon noch los. Das wollt ihr jetzt eigentlich nicht. So. Wir schalten jetzt den ein. Dann sehen wir hier, wie er schön das verteilt. Wir wollen auch noch die Arbeitsgeschwindigkeit sehen. Wir sind jetzt hier mit 16 km/h dabei. Wir sehen, die Spur ist relativ breit. Leider habe ich den GPS-Mod vergessen. Den werde ich jetzt da auch gleich mal hinzufügen, weil ich einen neuen Mod-Ordner erstellt habe. Also er wird auch nicht, um ehrlich sein, so schnell her. Also man kommt schon weit mit die 200 Liter. Sieht, sehr viel, ob das jetzt verpassen wird. Den Abstand denke ich mal. Ja, im Meter bin ich schon daneben, also lasse ich eine Lücke. Macht sehr viel Spaß, wie man ja sieht. So, jetzt schalten wir den mal kurz aus und dann schauen wir mal hier gleich wegen Spuren legen. Man kann es schwer erkennen, aber es ist ein schöner Mod, wie man ja sieht. Ja, wie man sieht hier, er legt auch sehr schön die Spuren. Separate. Auch profilmäßig entsprechend. Reifenstaub macht er auch. So, bleiben wir jetzt stehen. Lichter hat er keine, hinten nur Reflektoren. Schalten wir mal ab. Also, wie man sieht, hier klappt er vorne. Er hat keine Stütze. Deswegen fällt das so vor und zurück. So, im Shop angekommen, jetzt haben wir den Preis hier von Kost-Dünnestreuer 600 Euro, 6 Meter Arbeitsbreite, 200 Liter Füllvolumen, kostet dich keinen Cent im Unterhalt. Du kannst ihn auch nicht hier optimieren. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es wieder rein, würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Frank.